Ja, und was ist so, wie würdest du das Matchup einschätzen? Hat hier einer den Vorteil oder ist es relativ ausgeglichen? Also Luigi hat halt einfach extremst easy hier, wie du siehst, die Möglichkeit, die Kombos auf Bowser zu landen, weil Bowser einfach extremst fett ist. Aber Bowser ist halt einfach. Bowser ist strong. Bowser ist unnormal strong, obwohl er ein Heavy ist und das will was heißen. Ja, zwar macht der Luigi hier viel Schaden, aber viel Schaden auf Bowser heißt leider nicht so viel, weil den musst du dann trotzdem auch noch töten. Das ist leider nicht so einfach mit Bowser. Ja, es geht. Also Bowser hat schon gute Möglichkeiten, Kills zu holen. Also. Nein, also nicht. So andersrum. Der Luigi muss den Bowser ja noch töten. Ja, Luigi, er hat so seine Moves, mit denen er das kann, aber auf Bowser ist schwierig. Da musst du halt in so eine gewisse Range kommen, die jetzt nicht super unrisky ist, sagen wir es ja. mal so. Und jetzt gerade mit der gestackten Rage Bar, wenn der Bowser dich jetzt trifft, das tut schon ordentlich weh, aber der schafft es ihn schön, die Edge zu garden, den Bowser von der Kante wegzukicken und so den ersten Stock zu holen. Ja, es ist doch wunderschön, definitiv. Ja, okay, da geht der Bowser Side wie. Ich habe PTSD von diesem Move. Es gab auf dem fucking, es gab auf den verdammten Tournament in Flensburg. Da gab es einen Bowser-Spieler, der hat mich neunmal, es gab Best of Five, neunmal hat der mich mit einer Side wie einfach irgendwas von der Stage geholt. Einfach sich den Stock-Vorteil geholt und dann einfach immer so gecheased, die ganze Zeit. Ich hatte überhaupt keinen Bock mehr. Hätte einfach von Anfang an auf Lucario switchen sollen, aber egal. Ich sehe auf jeden Fall hier, wie Squall dann einen sehr, sehr guten Attempt macht, da wieder zurückzukommen. Aber Luigi ist halt einfach Luigi. Luigi ist einfach, wenn er im Game ist, dann ist er im Game. Aber, okay, ja, das war... Ja, sehr knapp. Also ja, Luigi 1-2% mehr. Hatte hier lange den Vorteil, aber Bowser, er hat einfach ein paar Moves getroffen und jetzt ist es prozentetechnisch fast wieder ausgeglichen, sagte ich. Und dann sind es auch schon wieder 50% Unterschied und der schafft es nicht zu recovern. Damit Luigi ein Stock im Vorteil. Mal gucken, wie lange und ob der Bowser es schafft, ihn schnell wieder auszugleichen. Mal gucken, schafft es die Edge zu garden? Nein, der Luigi schafft es wieder on stage. Wird hier wirklich sehr viel mit dem Saugnapf gearbeitet vom Luigi. Oh ja, das ist wahrscheinlich Luigis zweitbester Move. Wahrscheinlich sogar Luigis bester Move, wenn ich mal drüber nachdenke. Ich wüsste jetzt nicht. Okay, vielleicht, ja, so Up Air könnte Luigis bester Move sein. Saugnapf so zweitbester Move. Easily. Aber bisher, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob ich den Bowser-Pick von Squall fühle. Ich weiß, er spielt ja Bowser als Main, soweit ich weiß. Aber gegen Luigi ist das schon... Das ist schon auf jeden Fall ein Pick. Ja, bis jetzt aber relativ ausgeglichen, würde ich sagen. Beide nur noch ein Stock. Der Bowser natürlich prozentetechnisch etwas im Nachteil, aber... Es ist halt Bowser. Ja, so ist schwieriger zu töten, hittet härter rein. Das heißt, wenn er jetzt ein paar Moves trifft, dann ist das auch ganz schnell wieder ausgeglichen oder sogar im Vorteil von Bowser. So wie wir jetzt gerade sehen, ist es nur noch ein leichter Unterschied. Und tötet er ihn schon? Nein. 96% ist natürlich jetzt erstmal offstage, aber wird hier nochmal gut gehittet. Jetzt ist es fast komplett ausgeglichen prozentetechnisch. Damit würde ich sagen, ist der Vorteil auf den Seiten von Squall NN. Ja, wobei, es ist schwierig. Auch Bowser musste seine guten Hits auch kriegen, aber er kriegt sie. Ja, ich wollte gerade sagen, da ist doch der gute Hit, von dem wir gesprochen ja, haben. Ja, genau. Ja, okay, sehr schön. Erstes Game des Sets geht an Squall NN. Das ist doch wunderschön. Meine Haare sehen quirky aus, sehe ich gerade. Ja, die sehen immer quirky aus. Ja, du siehst quirky aus. Deine Mutter sieht quirky aus. Das ist auch deine Mutter. Ach so, stimmt. Zumindest, genau, mal gucken, ob wir da vielleicht jetzt irgendwie einen Swap finden von, ja, was weiß ich, vielleicht von Bowser auf zu einem anderen Charakter. Aber er hat gerade das Game gewonnen. Also. Hatte, aber ich weiß nicht. Also du glaubst, der Luigi bleibt gleich und der Bowser ändert sich, obwohl der Luigi gerade verloren hat und der Bowser gewonnen. Ich halte es nicht für unrealistisch, oder? You know? Okay, erstmal gucken, ob wir hier weiter auf Small Battlefield bleiben oder ob wir noch einen Stage-Wechsel sehen. Nein, es bleibt Small Battlefield. Also mal sehen, ob es das Matchup bleibt oder ob wir hier Änderungen sehen. Scouty ist wieder beim Luigi. Bowser, Squall okay. NN ist wieder beim Bowser. Das Matchup bleibt gleich. Alles klar. Ja, mal gucken, ob Scouty diesmal einen besseren Read hat,
besser den Bowser punishen kann und am Ende nicht knapp verliert. Ja, Bowser gerade absolut geluigied, das ist... Ja, aber so hat das Game gerade eben auch schon angefangen. Ich würde sogar sagen, dass Bowser diesmal sogar besser reinkommt als gerade eben. Ja, fair, fair. Deswegen ist, wenn du halt dein Game nicht so anfängst als Luigi, dann hast du nicht unbedingt Schwierigkeiten, aber dann hast du halt einfach, du verlierst sehr viel Stärke vom Charakter, weil am besten ist der Charakter tatsächlich, wenn dein Gegner auf 0% ist, weil du dann diese ganzen Kombos am allerleichtesten hättest, so weißt du, von der Weite, wie Bowser halt fliegt, her. Kombot einfach alles sehr, sehr schön auf sich rein. Luigi hat auch, wenn man das erfolgreich macht, was bei Bowser sehr, sehr easy ist, einen extremst, extremst starken, aber sehr, sehr schwierigen Zero to Death. Ja, da ist es sowohl der Vor- als auch der Nachteil von einem Tank, ist, dass man eben nicht so weit fliegt. Das kann gerade für manche Kombos sehr tödlich sein. Naja, Tanks werden immer gebullied bis hinten gegen. Aber jetzt hier erstmal der Bowser mit dem Vorteil, wollte ich gerade sagen, und da ist es schon wieder komplett ausgeglichen. Ja, es war. Ich weiß nicht, ob ich den, die Down, wie ob ich die so supporte. Irgendwas würde sich da schon gedacht haben, aber jetzt wird hier wieder rumgeluigied, das kennt man ja schon. Ja, so sehen die Anfänge aktuell sehr häufig aus, aber das meintest du ja schon, das ist das, was Luigi auszeichnet und den Charakter stark macht. Mit anderen Worten, wenn er das nicht machen würde, dann hätte er wahrscheinlich keine Spielberechtigung und er verliert hier seinen zweiten Stock. Also Scouty muss hier jetzt aufpassen, dass er nicht 2-0 wird. Ist aber auch richtig schön, wie Bowser da jetzt gerade noch die 47% aus einer Neutral V bekommen hat. Das ist schon sehr disgusting, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es geht nochmal weiter. Luigi macht da, isst das Feuer gerne so, als ob er nicht die Feuerblume hätte. Ja. Aber okay, ja, ja. Schöner Hit hier offstage, aber ist jetzt schon bei 99% und das ist Game. Muss hier aufpassen. Und da ist das Spiel, das ist ein 2-0 für Squall NN. Ja, congratulations. Sehr schön gemacht. Auf jeden Fall. Ich gehe ja schon gleich wieder, weil ich muss mal gucken.